Weiter geht's mit Fleisch und Metall. Es klingt einfach gut, aber erst einmal hallo allerseits und willkommen zurück bei Rainbow Six Siege. Gibt's schon eine Tüte mehr? Nee, immer noch nur drei. Ist die einfach das Tütendesign geändert haben? Die Lümmel. So, die Robotiker. Wird bestimmt stimmen, aber beim Wechsel stimmt's nicht mehr. Es stimmt. Na, das ist Chakal. Der Helm ist sowas von blöd. Ah, da steht's ja. Generell sind die alle beknackt. Das passt einfach nicht zum Spiel, wie ich finde. Aber okay, Geschmäcker und so. Das Gesicht. Alle stehen bei 1, nur er nicht, weil er ausgewählt war. Okay. Verschwindet die Zahl. Ihr seid nicht die Ersten, die meine Herzen stehlen wollen. Wann werdet ihr es lernen? Ein Gehirn, das mehrere Herzen hat. Verwandlung oder Untergang. Und das ihr Gehirn habt die Wahl. Ist ein Roboter. Okay. Oh, zwei. Oh, Waffenwechsel, so ein Kack. Hätte ich bedenken müssen, hätte ich mich zurückziehen müssen. Ist doch eine Kamera vor Kamera. Brauch Gesundheit. So eine virtuelle Speisekarte. Schon verdammt cool aus. Das muss man Ubisoft lassen, die Karten oder die ganzen Ideen, die sich zum Regenbogenspiel ausdenken, diese abgewandelten Verrückten, die sind teilweise echt verdammt cool. Ich war es, der hinten stand. Anderthalbfach Visier, geil. Aua, nicht geil. Kommt mir jetzt jemand hinterher? Schöne Visier ist weg, Kacke. Oh ne, ne Schrottflinte. Hier oryxt jemand rein. Das ist genauso wie hier echt jemand rein. Immer wenn die Spezialfähigkeit zum Einsatz kommt, dann heißt es hier echt jemand. Wow, cool. Oh, oh. Ah, da ist jemand drin. Hockt der jetzt hier herum? Er ist noch nicht gestorben, noch keine Assistierung. Jetzt ist es tot. Oh, oh, oh. Hab's gewollt. Oh, hier bei der Base viel los. Na, beim Hirn, okay. Oh nee, nicht schon wieder. Hatten wir doch gerade erst. Scheiße. Musik dazu auch noch. Jetzt kommt gleich jemand rein. Wenn jemand hinten kommt, dann wäre das scheiße, weil den kriegen wir nicht. Oh, das ist heute Nacht. Oh, oh! Mist. Rang 7, einer von uns hat 9, der Beste von den Gegnern hat 6. Ein Hammer in Händen der Hammer. Hier ist er. Schützen. Jawohl, das schaffst du, das schaffst du, das schaffst du. Jawohl, hallo, du Kacknase. Das sah gerade so aus, so. Genau, jetzt sind wir die Robotiker. Das sah so aus, ob Chakal gerade von dem, der geklopft hat, umgestoßen wird.
Milchreis. Jana sieht schon cool aus. Auch Gabschau. Das sieht aus wie wintermäßig angezogen, aber auch irgendwie wie Kamerafrau. Ein ganz dickes Tuch im Kopf gebunden. Ihr kommt hier nicht unbeschadet raus. Okay, alles klar. Ich gehe zu den beiden Power-Ups schnellstmöglich. Das Visier kotzt mich an. Einfach allen so viel Kram da. So viel Gelb. Warum nicht einfach nur den Punkt? Warum noch so viel anderen Kram? Das ist doof. Hallo. Einfach nur ein Punkt reicht, aber warum muss man da noch viel drumherum malen? Das verstehe ich nicht. Klar, bei einem Scharfschützengewehr zum Beispiel, da könnte man ja noch ein paar Entfernungs... Ist hier gerade jemand? Ein paar Anhaltspunkte für die Entfernung mit einbinden. Bei so einer Waffe? Bei so einem Visier? Hat 5. Draußen ist gerade eins aufgeploppt, hä? Power-up. Sicher kommt da jetzt jemand vorbei. Nein! Ach, wieder das extrem beschissene Visier. Das war wieder zum falschen Zeitpunkt. So, da müssen wir hin. Da ist ein Gegner in der Ecke. Sieg ist nahe. War einer von uns 7 hat? Ja, wunderbar. Ist ja echt nah dran. Ach, dieses blöde Visier. Oh, praktisch. So bin ich losgeworden. 1,5-fach. Geil. Hier, das ist die FMG, die hat... hier das Ding, was Nock hat und wer noch? Das Ding hat ein 1,5-fach Visier. Warum denn? Hat das auch im normalen Spiel ein 1,5-fach Visier? Ach, das ist eine Schrotflinte. Ich dachte, das wäre dieses Schnellschießteil. Boah, was ist denn das für eine Scheißwaffe? Klingt aber cool beim Nachladen. Oh, da war was. Dann schnelles Nachladen? Nee, so nicht. Schrotflinte, oh. Jetzt fährt dieser Schrotflintenkreis hier, ne? Nicht das Fadenkreuz. Das Fadenkreuz der Schrotflinte fährt. Einer von uns hat 9. Der ist fast tot. Ein Gegner braucht eine Eliminierung. Jetzt brauche ich wieder 2. Wenn die Pistole kein Visier. Kein Laser hätte, wäre sie geiler. Schrotflinte von Karabschrau? Mit Laser? So ein Scheiß. Die Robotiker haben die letzte Waffe. Das ging schnell. Letzte Waffe und schon kaputt. Ach, der hat den vorhin angerempelt, deswegen sah das so aus, als würde... So, Organica. Als würde Chakal umgerempelt, umgestoßen werden beim Kolbenschlag. Milchreis. Hab ja vorhin im Endbildschirm gesagt, von der Runde im Endbildschirm, sah aus, als würde Chakal beim Nahkampfangriff, beim Kolbenschlag zurückgestoßen werden. Was? Schon Stufenaufstieg? Der Soundeffekt hat das zumindest. Ihr seid immer noch hier. Alle haben den Hammer, okay. Sudden Death. Was ist das denn?
Ist ja geil. Das gefällt mir. Müssen wir zugucken. Nein, 1 gegen 3. Scheiße. Boah, das ist ja cool gemacht. Das ist gut. Verdorbenes Fleisch. Nehmt meine Herzen, wie ihr meine Technologie nennt. Verdammt euch aufs Neue. Sudden Death ist ja gut gemacht. Oh, bitte nochmal. Das war ja geil. Also mir gefällt der Modus, wenn teilweise die Waffen, Visiere und andere Ausrüstungsgegenstände an den Waffen nicht wären, wie Laser, Schalldämpfer. Aber der Spaß an dem Ganzen überwiegt dann doch. Hätte erst gedacht, dass alle einen Hammer bekommen und zum Hirn müssen, aber nee. Alle rennen mit den Hammern aufeinander los und er wurde entfernt, okay, von Battle Eye. Jeder hat nur ein Leben. Das war cool. Wenn auch nicht erfolgreich, aber es war cool. Ihr seid nicht die Ersten, die meine Herzen stehlen wollen. Wann werdet ihr es lernen? Eliminiert sie, dann könnt ihr vielleicht überleben. Ach ja, das ist die Waffe, die ich vorhin gemeint habe, die auch Knock hat. Die hat kein anderthalbfach drauf. Nur angehustet. Oh. Kackvisier noch beschissener als das andere, weil verdammt dicker Rahmen. Da ist jemand beim Empfangen. Und dieser Roboterarm, der ihr Cocktails mixt, ist so geil. Lade neues Magazin. Na, na, na. Hat auf jeden Fall was von Cyberpunk. Und Cyberpunk finde ich cool. Diese Karte hier. Der Sieg ist nah. Oh, ich bin 4 gegen 3. Oh. Da ist keiner nachgekommen zu Beginn. Das ist ja auch beknackt. Warum kommt hier keiner nach? Oh. Die Eliminierung war nah. Hier hinten ist auch nochmal ein Power-Up. Ja. Oh, da ist auch ein Power-Down. Auf den Gegner. Nimmt sich das Power-Up und stirbt, weil er keine Waffe in der Hand hat. Sehr gut. Kenne ich vorher. Sollten zusammenbleiben. Da, wo die Teamkollegen sind, gehe ich jetzt auch hin. Du hast ja gerade gestorben, ne? Frisch gestorben. Hat etwas gedauert, aber so spät als nie. Sieht aus wie die Nock. Kleine Piffpuff, aber ist so ein DMR-Kack. Mit Schalldämpfer auch noch. Oh Mann, das ist so ein Müll. Ja,
Ja klar, ich muss die Waffe mal mehr spielen, damit ich vielleicht ein anderes Bild von ihr habe, aber dem Ersten nicht so meins. Das war schon bei Battlefield 4 so. Zum Beispiel. Oh, das Visier war gerade geil. Oh, gut, jetzt nicht mehr gut, weil gestorben. Die Organiker haben die letzte Waffe. Mir ist schon gut. Ihr Fleischklumpen, lasst meine Herzen in Ruhe. So, die Organiker. Gut round, oder? Ich reiß. Ihr kommt hier nicht unbeschadet raus. Das finde ich extrem nervig. Dass hier keine Spieler nachgeschoben werden. Hier wird niemand nachgeschoben. Niemand, oder? So genau habe ich jetzt nicht beobachtet, aber ich meine, so ist das hier. Mist. Frisst ganz schön viel. Gut, habe auch zwischendurch mal nicht gut getroffen, aber frisst viel. Hier ist es nicht ganz so schlimm, wenn man in Unterzahl ist, aber Nachteil ist es trotzdem. Wenn eine Überzahlsituation entstehen kann und wenn eben der in Unterzahl öfter stirbt, weil er eben in Unterzahl ist, dann ist das ja ein Vorteil für die Gegner. Am Ende zählen die Eliminierung, denn einer muss ja 10 haben für das Hämmerchen. Einer von denen hat 5, ist aber uncool. Drei Punkte. Anderthalbfach Visier, schön. Naja, wenn schon das einfach, dann das beste einfach Visier. Und 61 Schuss, sehr gut. Wir haben 5, ein Gegner hat 4, wir sind gerade der Bestrangierte. Das Dreiecksvisier. Und weg ist es. Nacheinander. Yeah. Weil ich mir die Punkte abgrase und dann sterbe. Blöd. Allen voran Power-Up einsammeln, damit das kein Gegner einsammeln kann. Das ist wie bei Schneeballschlacht. Wenn man es einsammeln könnte und es bringt nichts, dann kann man es ja auch liegen lassen. Wobei, dann heißt es immer noch einsammeln, bevor es der Gegner nimmt. Stufe 8. Mit Abstand der Beste gerade. Schrumpflinte und nee. Schnell weg mit dem Scheiß. Und die 9. Geiles Visier. Gleich haben wir die 10. Nein! Ich hab's getroffen, aber das war ein Kopfschuss. Warum ist der nicht gestorben? Scheißdreck. Ist der Weg weit bis zu den Power-Ups? Mist, Mist, Mist. Ist da jemand? Nö. Visier ist gut, dünner Rand und dann dickes Visier. Aber interessant, dass der ganze Bildschirm reinzoomt, ne? Also eigentlich müsste ja bloß das Visier. Müsste ja bloß beim Visier dick rangezoomt sein. Aber hier zoomt ja der ganze Ausschnitt auch neben dem Visier ran. Ist schon Quatsch, aber egal. So, Team Kollegen. Durch die Mitte. Oh, der Mann. Da ist ein Gegner. Aua. Durch die Mitte ist scheiße, war langer Gang, langer Weg. Das vermeide ich demnächst.
Stufe 9. Die müssen mich umbringen, um mich runterzustufen. So, erstmal gucken, ob jemand kommt, dann ein. Das Metall hat den Hammer. Oh, oh, da ist jemand. Scheiße, ich muss mich dem stellen. Wäre ich jetzt weggerannt? Verstecken ist doch Quatsch. Oh. Die Robotiker haben die letzte Waffe. Komm, Teamkollege hier. Oh ne, ist eine Wand. Nein, lass mich doch. Ich hab gedrückt. Wieso hat er jetzt nicht gehämmert? Mann, Stimme verschluckt. So, gleich wieder 10. Ein Robotiker kann es beenden. So, schütze mich. Okay, geh weg. Ich wollte zum Power-Up kacke. Wie oft wir jetzt schon 10 hatten, aber immer auf dem Weg dahin. So, beim letzten Mal einfacher. So, hier kommt es. Oh, ein Gegner hat auch 9. Bei uns noch einer 8. Komm schon, komm schon. Ein Hammer in Händen der Robotiker. Das wird bestimmt. Uah! Nein, wo hänge ich denn? Ich komme nicht mehr von diesem scheiß Apparat weg. Jetzt hat der den Hammer, das direkt daneben. Ich glaube, der ist gestorben. 1,35 noch. Das Metall hat den Hammer. Die Kollegen macht was. Ne, da gehe ich nicht lang. Oh. Das Fleisch hat den Hammer. Die gammeln doch die Ecken ab, oder? Und verloren, toll. In Überzahl. Oh! Sudden Death. Geil. Stimmt, gar nicht dran gedacht. Oh, 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 oh. Nur 2 umgebracht zu 11. Ach du Scheiße. Nur von Power-Up zu Power-Up gegammelt. Puh. Das wird cool. Okay. Geht Messer nebenbei eigentlich auch, ne? Nee. Maustaste fürs Messern funktioniert nicht. Wir sollten nie alleine gehen. Jawoll, jetzt nicht übermütig werden. Beim ersten Mal war es trotzdem lustiger. Heute mögt ihr siegen, aber ihr werdet unvollkommen und leer bleiben, bis ihr euch meinem Willen unterwerft. Muss ich schon sagen, der Modus macht Spaß, auch wenn er seine Ecken und Kanten hat. Ecken und Kanten hatte die Schneeballschlacht praktisch gar nicht. Abgesehen von allgemeinen Problemen wie durch die Karte fallen oder es kommt keiner nach. Aber ey. Zählen ja eigentlich die normalen Herausforderungen mit. Hab heute noch gar keine begonnen. Offenbar ja. Klappschrau zum Beispiel. Übungsplatz, ja. Gibt's hier Briten? Ja, Störsendermann gibt's natürlich beim Störsendermann-Protokoll. Was ist das? Community-Kram, das haben wir heute nicht alleine geschafft. Das haben wir heute geschafft. Aha, geh weg, du. 3000 Punkte wird hier schwierig bei dem Protokoll, wobei kann man auch locker schaffen. Und mit Gab schon noch zweimal gewinnen. Ist ruhig geworden hier. Dann nutze ich mal die Gelegenheit und trinke was. Ah, das Obsidian-Waffendesign, jetzt neu. Aber Kern-Gameplay gibt's gar nicht mehr.
Feiertagspaket 2019. Passen sich, wie ich finde, gar nicht zum Regenbogenspiel so hier fern in der Zukunft. Aber mir gefällt dann einfach das Szenario sehr. Und dann das Regenbogenspiel, was ja grundsätzlich Spaß macht, dann passt es doch irgendwie. Keiner geht raus, weil dann ist es scheiße für die Verbliebenen. Deutsch. Sie, dann könnt ihr vielleicht überleben. Klappt euch, ihr Pussys. Ich geh wieder in die Bar, da war's cool. Das war die Para. Und das war ein Tod. Wahre Deckung. Aber ein cooles Detail, das Ubisoft dran gedacht hat, bei den einigen Operatoren, eben wie die Roboter sind, so eine Stimmabwandlung, dass die eine Stimmabwandlung bekommen haben. Ja, das war fies, muss ich gestehen. Was ist jetzt mit dem scheiß Radio hier? Da, das runde Ding. Ich habe nach dem Eckigen gesucht. Nicht mal eine Assistierung, kacke, ey. Scheiße, wenn man keine Munition mehr hat, das ist ja doof, ne? Gut, muss man erstmal schaffen, mit einer Waffe so lange zu überleben und eben die Munition zu verlieren. Ist aber theoretisch möglich. Muss man hier zum Power-Up installieren. Schaffen wir das jetzt mit hier Waffe alle? Sieg ist nah und da ist jemand an der Bar. Ich sollte uns immer zusammentun, ist gar nicht so doof, ne? Als Teamspiel. Ist nie verkehrt. Oh oh. Ja. Nimmt jemand nicht die Gesundheit auf? Einer von uns hat's. Wenn ich jetzt nachlade, komm ich schon mit Gegner wetten. Was nochmal ein Schuss? Das war ein roter Schuss. Was ist das für ein Geräusch? Dauerfeuerfehler. Scheiße. Ach, Ubisoft. Geh weg, scheiß Lärm. Geh weg, komm bitte jetzt. Ach, Ubisoft. Ist nicht euer Ernst, ey. Boah, es geht mir auf den Zeiger, dieses Dauerfeuern.
geh bitte weg beim Rundenwechsel, bitte. Wie es einfach nur leiser wird, jetzt ist es weg. Boah. Dass der Fehler immer noch drin ist, Hawker hat sich da ja schon vor Monaten erstmals beschwert. Und der kommt ja immer wieder, der Fehler. Und ich hatte ihn ja auch schon ein paar Mal. Jetzt nicht so oft wie er, aber ein paar Mal. Das ist echt daneben, Ubisoft. Das Spiel geht weiter. Ich bin noch hier. Und der Dauerfeuerfehler hoffentlich nicht mehr. Erstes Blutvergießen. Ich habe ihm fast Blatt geschenkt. Mist. Ja, da kommt bei mir Unreal Tournament durch. Bei First Blood und so. Den Kollege. Meine Gammler-Taktik? Scheiße. Hier ist eigentlich noch was zum Aufsammeln. Was ist hier? Dann haben wir hier drei Punkte zum Abgerasen richten nebeneinander. So nebenan, okay, dann wird das ja auch gleich erscheinen, weil jemand durchrennt. Oh, einer geht, ist nicht gut, ein Gegner geht. So. Jetzt nimmt er sich das, oder, wenn es da noch drin ist? Da war jemand. Schlecht. Schlecht meinerseits, ja, schlecht. Sieg ist nahe, nur weil wir 7 haben? Verstehe ich nicht. Ist doch noch recht weit. Bei 8 könnte ich es ja noch verstehen. Wobei ist auch nur 1 näher drin. Oder bei 9 würde ich die Anzeige begrüßen, aber nicht bei 7. Das war nix, das war nix. Das war was. Aua! Ich hänge schon wieder. Da hatten wir gerade wieder die Erinnerungsfolge Schussgeschichte. Wenigstens ein anderthalbfach. Der einzige Vorteil. Meins, meins. Oh ja, 81 Schuss. Schon weg, schade. 7 Schuss, Schrotflinten, Kack. Kack. Merkt ihr was? Kein scheiß Dauerfeuerfehler. Hier war doch auch was, ne? Ja. Nur noch 3 Gegner? Scheiße. Trotzdem halten die gut mit. 6 und 7 einer bei denen. Wow! War gar nicht so nah dran. Dennoch stirbt er, okay. Oh nee, ist der rausgegangen. Der gerade von uns gestorben wurde. Was ein Lutscher, wenn er es war. Jetzt haben wir 8. Na, geh da weg, da ist ein Power-Up, du Arschgeiger. Jetzt nimmt er auch das nächste mit, oder? Nee, er hat es nicht gesehen. Er weiß nicht, wo das ist. Hier ist keins. Ein Teammitglied braucht eine Eliminierung, ich auch gleich. Dieser Kacklaser, ich muss ihn irgendwo platzieren, wo man den nicht sieht. Da
Server gehe ich jetzt gucken wegen des letzten Power-Ups. Oh, das Visier ist geil. Das ist so geil. Oh, hallo, meins. Jetzt sehen mich alle. Gebt mir Gesundheit. Nehmt sie mir nicht weg. Geht mal vor. Ich bin nur ein Nahkämpfer. Fleischklumpen, lasst meine Herzen in Ruhe. Okay, das Steuern ist ja echt komisch, dieses sich bewegen. Schon zum zweiten Mal final gehämmert. Manometer. Das ist echt beknackt, dass ja wirklich gar keiner nachkommt. Das ist richtig schlecht, Ubisoft. Das macht diesen Modus einfach wieder unnötig schlechter. Ich meine, die müssen doch nur jemanden nachschieben. Man versaut sich aber selbst diesen Modus mit so einer Kleinigkeit, die dann aber so große Auswirkungen hat. Klar sinkt die Motivation der Leute, wenn sie halt schlechtere Chancen haben, nur weil jemand gegangen ist oder weil sie einer weniger sind. Muss echt nicht sein, ey. Wir haben ja gerade eben als die Organiker gewonnen, dann müsste ja mindestens 3 von 4 jetzt da stehen. Wenn Ubisoft zählt, 3000 auch erreicht, 3 von 4. Okay. Nicht, dass es mir wichtig ist, ich meine, die Herausforderungen sind mir schon als Piep egal, aber mich interessiert es schon, ob Ubisoft das verkackt, ob sie da richtig mitzählen oder nicht. Ist ja schon seitdem es die Herausforderung gibt, dass da gerne mal nicht gezählt wird. Oder da steht, mach das, aber gemeint ist eigentlich was anderes. Mach Grom, aber es ist Giz. Respektive andersherum. Da steht Giz, aber gemeint ist Grom zum Beispiel. Oh, zwei Gegner. Stell dich mal vor, ich hätte jetzt einen umgebracht, dann Waffenwechsel hätte der uns umgebracht. Oder ich hätte mich halt zurückziehen müssen. Hm. Oh, cool. Boah, dieses Soundeffekt, habe ich schon gesagt. Extrem cool. Aber das meine ich halt auch. Mit vielen Kleinigkeiten kann man mich auf jeden Fall fangen. Eine tolle Soundkulisse mit coolen Soundeffekten oder eine tolle Optik. Liebevoll gestaltete Karten oder eine tolle Welt. Nein. Ja, aber auch Kleinigkeiten wie, es geht einer und es kommt keiner nach, das... War ein Schalldämpfer? Ich hab dir keinen Schuss gehört. Der macht ja gar keine Schussgeräusche, der Typ. Macht jemand keine Schussgeräusche? Auch hier bei der Küche ist ein Roboterarm. Cool. Das Waffenbildchen passt jetzt aber nicht zur Waffe. Das ist schon diese Nockwaffe, die ich meine. Gucken wir uns dann beim Hauptmenü an, aber... Die Waffe, die wir jetzt haben, passt überhaupt nicht zum Bildchen unten rechts bei 31 von 144 Schuss. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Jetzt kommt jemand durchs Fenster. Scheiße. Nein. Was wäre es jetzt, wenn wir ihn noch besiegt hätten? Oh ja, die Bar. Sehr gut. Barkeeper. Ich halte die Bar. Finde es ja nicht verkehrt, dass er durchgesagt wird, aber
Was mich dabei nervt, ist, dass es einfach leer macht. Oh oh. Zwei hatten die da. Ist aber ungünstig, dass es so schnell ging. Irgendeiner von SAS hat die Waffe auch noch. Ich glaube, Kerchenmann und Nockham meine ich die gleiche Waffe. Die eben gerade angezeigt wurde, als ich gesagt habe, hier von 144 Schuss, als wir in der Küche waren. Ist das Bildchen wirklich immer bei jeder Waffe? Mal drauf achten, wobei eher auf die Gegner, die dann in der Mitte erscheinen könnten. Nee, jetzt ist das richtige Waffensymbol unten rechts. Boah, First Blood. Oder? Hab nicht genau drauf geachtet, das war schon sehr schnell. Was war das denn? Anderthalbfach, geil. Ich glaube, da kommt er nicht mehr. Oh nein! Das hätte mir mal eher gesagt werden können, was das für eine Kackwaffe ist. Die Entfernung baller ich da mit Dauerfeuer und es passiert nichts. Das war fies, einfach nur rumgegammelt. Genauso wie das jetzt. Oh, anderthalbfach, geil. Was ist das für eine Waffe? 61 Schuss. Jetzt passt das Waffenbildchen auch nicht, das ist auf keinen Fall diese Waffe. Das ist die Anfangswaffe, die Störsendermann-Waffe. Kollege? Okay. Höh. Drei in Folge. Nein! Nein! Nicht Waffen wechseln! Scheiße! Mann! Einer hier hin. Oder ist der gerade gestorben? Habe ich ihn nicht getroffen? Keine Assistierung? Da ist Gegner. Gut. Jetzt sind wir bei 8. Ich warte jetzt, bis hier das Power-Up kommt. Geiles Visier. Einschüsse natürlich schwierig. Es ist kein DMR, aber es ist ein Einschüsse. Na genau, nehmt das mir weg. Genau. Oh, da hat jemand Dauerfeuer. Der Feuerfehler ist unterwegs. Er ist weg. Lustig, dass es einen Gegner hatte und wir den gehört haben. Nein! Kurz vor knapp, du Arschgeige. Hätte jemand Dauerfeuerfehler, aber er rennt damit rum und macht damit Lärm. Die Robotiker haben die letzte Waffe. Jetzt habe ich gesehen, ich werde die ganze Zeit markiert. Das ist nicht gut. Aua, aua, aua. Da hinten ist irgendwo der Dauerfeuerfehler. Krieg ich nicht hin. Ja genau, mach den Weg frei. Gegner hinter mir, nicht gut. Das Metall hat den Hammer. So, was machst du für coole Sachen? Gesundheit ist gut. Nein, wieso dauert das so lange? Ich habe schon viel eher gedrückt. Hat ein Gegner jetzt den Hammer? Das Geräusch war gerade komisch. Nee. Ein Hammer in Händen der Robotiker. Oh, 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 oh. Ich spawn natürlich bei 3 Gegnern, ist klar, Ubisoft. Und dann nur mit einer Nahkampfwaffe, ist ernsthaft klar. Ein Robotiker kann es beenden. Ich lade jetzt rein. Geht doch, ich geh wieder. Ich will euren Rost nicht berühren. So, jetzt bitte nochmal gewinnen und machen wir einen Sudden Death. Ne, ist ja schon. Haha.
Stimmt. 5 gegen 5, geil. Nein, bist du doof? Bist du doof? Warum geht er jetzt? Es muss eine saftige Strafe geben. Außer Ubisoft hat ihn gegangen, weil angeblich keine Verbindung mehr. Oh nö. Sagen wir, bleiben bei der Bank. Nee, nicht zwei. Okay. Nee, nicht gegen alle ein. Lasst ihr euren Gegner gewinnen. Ich wollte anscheinend zum Teamkollegen, weil er alleine war, aber zu spät. Doch sie können kein gebrochenes, egoistisches Volk heilen. Dieses hier Behälter hochhalten erinnert mich an das Eden Motel. Oh, das war auch richtig cool. Kommt hoffentlich auch bald mal wieder. Immerhin kommt hier das Störsendermann-Protokoll abgewandelt auch wieder. Aber Eden Motel Kanister nicht abgewandelt so lassen und wiederbringen. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.